Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Sonne Kurz. Sehr verehrtes Präsidium, Kolleginnen und Kollegen, ich finde es schon sehr interessant, dass immer auf Zensur, angebliche Zäsur, Zensur hier irgendwo hingewiesen wird. Ich glaube, sehr geehrte Herr Redner von der AfD, Herr Frey, jetzt unterhält er sich, jetzt kann er gar nicht zuhören. Aber ist ja auch wurscht. Also jedenfalls für diejenigen, die hier zuhören und die hier mitmachen, es ist einfach keine Zensur, wenn es eine Institution gibt, die schaut, wo Lügen und wo Wahrheiten verbreitet werden, wo Gesetze gebrochen werden und wo nicht. Und wenn es eine Institution gibt, die da drauf guckt, haben wir übrigens auch in Deutschland schon lange und übrigens auch bei den Privaten. Dafür gibt es einen Medienrat und der Medienrat kümmert sich da lange schon drum, ohne dass es da Zensur gäbe. So viel vielleicht nur noch zur Frage vorab. Zu unserem eigentlichen heutigen Thema. Wir sind heute ja eigentlich hier für die erste Lesung eines wichtigen Gesetzes, wo ich fand, dass die Einbringung der Gesetzentwurf ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt war. Man merkt es jetzt, dass offenbar auch die CSU-Fraktion die Verbändeanhörung und oder die Stellungnahmen nicht rechtzeitig bekommen hat, wo es um die 18 Monate oder die 4 Jahre geht. Es freut mich sehr, dass auch da beim Durchlesen noch mal eine Überlegung gekommen ist, hoppla, was passiert denn da? Es werden jetzt aktuell die neuen Satellitenverbreitungen verhandelt. Die sind normalerweise immer 4 Jahre. Auch jeder, der schon mal ein Unternehmen geführt hat oder einen Betrieb hatte, weiß, 1,5 Jahre ist einfach genau das Gegenteil von Planungssicherung. Und wenn dieses Gesetz hier Rechtssicherheit und Planungssicherheit schaffen soll, dann wäre es auch sehr gut, wenn wir jetzt im laufenden Verfahren, in der Diskussion miteinander das gut hinbekommen, dass auch am Schluss Rechtssicherheit und Planungssicherheit auf dem Papier steht. Insofern vielen Dank, Herr Staatsminister. Und auch Kollege Miskovic, dass da eine Bereitschaft zum Dialog auch signalisiert wurde. Die zwei Probleme, auf die ich hauptsächlich eingehen werde, weil über die anderen Sachen reden wir heute Abend ja noch mal in der zweiten Lesung, Digitaldienstegesetz und die Veränderungen, die dann hier notwendig sind, die sind vor allem die Frage des Verbreitungsweges, Stichwort UKW, und die Frage der Finanzierung. Finanzierung habe ich gerade schon gesprochen. Bei den Verbreitungswegen ist mir ein großes Anliegen, dass wir Grüne es für keine gute Idee halten, das gesetzlich festzulegen. Wir hatten wirklich einen tollen Dialog im Medienrat. Dafür gibt es das Gremium. Der Medienrat tagt öffentlich. Der Medienrat hat auch die Zivilgesellschaft drin sitzen, nur ein Drittel Politik und 2/3 Menschen aus dem Land, aus ganz Bayern. Das heißt, da sind sowohl Hörerinnen und Hörer repräsentiert, als auch natürlich Anliegen der verschiedenen Anbieter werden gehört. Das ist auch wichtig, dass man die Anbieter hört, und es ist auch wichtig, dass man das gut hinbekommt. Ich fand die 5+3+2 Regelung, die der Medienrat dahin bekommen hat, war eine gute Lösung. Die haben Flexibilität gebracht, gleichzeitig nichts ausgeschlossen. Ich halte es für keinen guten Meilenstein für Demokratie, wenn man das jetzt an den Staat ranzieht, weil je mehr man an den Staat zieht, man weiß ja in einem Staat nie, wer regiert. Es gibt Wahlen, dann regieren auch mal andere. Je mehr dort an einem Staat liegt, desto mehr entfernt man sich eigentlich von der Staatsferne. Der Medienrat sorgt für diese Staatsferne, und wir würden uns sehr freuen, wenn es bei dieser Staatsferne auch bliebe. Ganz kurz, was kann man denn machen als Staat? Ich bin der Meinung, wir könnten unterstützen, dass der Übergang von einer alten Technologie, die sehr energieintensiv ist und die auch Vielfalt verhindert, wir haben viel von Vielfalt gehört, und überall, wo DAB+, Stichwort Norwegen, eingeführt wurde, ist die Medienvielfalt gestiegen danach. Ich würde mich freuen, wenn man da mit Information und Hilfestellung den Bürgerinnen und Bürgern, die das nicht allein schaffen, die Transformation auch ebnet, die unterstützt bei dem Wandel. Beispielsweise fragt man meinen Papa, wie hörst denn du Radio? Dann sagt er, naja, am Radio halt. Wenn ich ihn frage, kannst du DAB Plus empfangen? Dann sagt er, keine Ahnung, ich habe halt so ein Radio mit einer Antenne dran. Wenn ich dann hingehe und gucke auf das Kastall, da steht natürlich DAB Plus drauf. Der hört natürlich DAB Plus, der weiß es aber gar nicht. Er weiß auch nicht, dass er mit einer DAB-Box an seinem alten Radio hätte empfangen
empfangen können. Mobilgeräte können empfangen, Rechner, digitale TV-Empfänger. TV-Empfänger können Radio empfangen. Und in Norwegen hat tatsächlich auch eine Umstellung der Funkanalysen, der Medienanalysen mit einer Verbreiterung des Panels, mit einer Verdopplung des Panels, sodass man auch auf die kleinen, regionalen, lokalen, vielfältigen Anbieter besser eingehen kann, hat dort gezeigt, dass, wenn man es gut begleitet, dann eher mehr Radio gehört wird, die Hörzeiten zunehmen und auch die Vielfalt der Anbietenden zunimmt. Das wünschen wir uns alle. Deshalb wünsche ich uns einen sehr guten gemeinsamen Prozess, wo wir vielleicht dieses Gesetz noch gut zukunftsfähig aufstellen können gemeinsam. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Debatte heute schon und freue mich aufs Verfahren. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte am Rednerpult.